Ich bin's wieder, euer Beatmaster. Und heute gibt's das zweite Gruppenspiel der Gruppe A. Heute spielt, ich habe hier auch so eine Liste, Algerien gegen die Schweiz. Und es gibt bei mir auch eine Torschützenliste. Das heißt, am Ende wird halt jeder, der was ein Tor schießt, und halt die Besten habe ich eine Torschützenliste angeführt und halt die Gruppen habe ich auch aufgeschrieben. Und ja, dann starten wir gleich mal mit dem ersten Booster. Und schauen, ob hier ein Tor gibt oder ob sie sich 0 zu 0 trennen. So. Dann haben wir gleich einmal einen Schweden. Oskar Hilmar Tusak. Evan Banega. Dann von Australien Costa Ruiz, dann ein Keyplayer von Paulinho für Brasilien und von Algerien Fatih Kulam macht hier das 1 zu 0 gegen die Schweiz. Und Schweiz läuft jetzt einen Rückstand nach. Wird das die zweite Überraschung nach dem Spiel Polen gegen Spanien, wo Polen sich ja durchgesetzt hat. Wenn ihr es nicht gesehen habt, unbedingt abchecken. Es war ein richtig cooles Spiel. Guido Cellini von Italien. Die sind ja leider nicht dabei bei der WM in Russland. Diego Reis. Und von Schweiz. Hier ist der Ausgleich. Haris Seferovic macht dir das 1 zu 1 für die Schweizer. Dann haben wir Koke von den Spaniern. Luka Modric von Kroatien und von Australien Doni Rogic. Das war's jetzt mit der ersten Halbzeit, Leute. Dann würde ich sagen, starten wir gleich in die zweite Halbzeit und schauen wir, ob hier noch ein Sieger bei dieser Partie gibt. Dann von Mexiko Raul Jiménez. Dann von Chile Fulltalita. Dann haben wir hier von Norwegen Havard Nordeid. Dann Alvaro Morata von Spanien. Dann Dani Alves für Brasilien. Und von der Türkei Gamir Erkin. So, letzter Booster, Leute. So, hier haben wir gleich mal Raphael Varane von Frankreich. Arjen Robben haben wir hier. Dann Şimi Durnat von der Türkei. Hakan Gönüloğlu. Andreas Granqvist von den Schweden. Und Saul Väisänen von den Finnen. Leute, das Spiel endet 1 zu 1. Algerien gegen die Schweiz. Und ja, Leute. Morgen und um 18 Uhr wird es einen Livestream geben. Ja. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei. Es wird ein richtig cooler Livestream.
Und ja. Dann haut rein und ciao.